Hallo und willkommen zum Monster-Test-Check. Wir haben viel vor in diesem Monat, deshalb fangen wir ohne Umschweife an. Und zwar mit einem Spiel, das eigentlich hier im Test-Check nichts zu suchen hat. Ratchet & Clank 2 hat uns leider erst kurz vor Redaktionsschluss erreicht. Es hat daher nicht mehr gereicht, um noch ein richtiges Video zu machen. Für den Test im Heft hat es aber noch dicke gelangt. Deshalb diesen Monat schon mal ein paar erste bewegte Bilder. Aber wir reichen noch ein richtiges Testvideo nach im nächsten Monat. Auf jeden Fall, hundertprozentig versprochen. Mein erster Eindruck, es wird wieder ein super fettes Spiel. Liegt, denke ich mal, durchaus auf Jack-2-Niveau, wenn auch nicht technisch auf den ersten Blick. Da hat der gute Jack sicherlich die Nase vorn. Aber Ratchet & Clank, das erste war schon saumäßig gut und das zweite steht dem in nichts nach. Wie gesagt, den Rest lest ihr im Test im Heft und nächsten Monat gibt's das ausführliche Testvideo von Benedikt. Topspin Tennis für die Xbox ist endlich da. Die Meinungen bei uns in der Redaktion waren ein bisschen geteilt. Henry und ich, wir spielen hier übrigens gerade, waren so ein bisschen nicht enttäuscht, aber wir hatten uns so ein bisschen was anderes erwartet und bleiben lieber bei Virtua Tennis. Uns ist das Topspin ein bisschen zu undynamisch. Benny und Bernd hingegen halten dem dagegen, dass es halt eben realitätsnäher und simulationslastiger ist. Damit haben sie auch sicherlich recht. Und die beiden sind absolut und total begeistert von Topspin und würden es Virtua Tennis jederzeit vorziehen. Ich denke für euch, ihr seht hier die bewegten Bilder und als Kurzfazit für einen Testcheck sollte euch reichen, wenn ihr es simulationslastig wollt, Topspin Tennis. Wer es arkadig will, bleibt bei Virtua Tennis. Für die Xbox, als Xbox-Only-Besitzer, ist es allemal die einzige und optimale Wahl für Tennisinteressierte. Auch eher simulationslastig ist Amped 2, der Nachfolger zu einem der Starttitel für die Xbox. Auch hier gilt wieder, für Leute wie Henry oder mich gibt's in diesem Monat auf dem Schnee nur SSX 3, während Sportspielfreunde wie Benny das deutlich simulationslastigere Amped 2 dem SSX 3 vorziehen. Wie dem auch sei, beides sind klasse Spiele, auch wenn ich mir persönlich beim Amped 2 größere grafische Fortschritte gegenüber dem Vorgänger gewünscht hätte. Sieht aber immer noch gut aus, keine Frage. Ein neues Kapitel in dem Buch, André macht sich zum Volldeppen. iToy Groove ist da. Und ist auf jeden Fall wieder eine extrem spaßige Angelegenheit. Ist nur dieses Tanz-Rhythmus-Spiel, was ihr hier seht. Dafür hat es einen Hammer-Soundtrack mit Madonna, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Village People, wie ihr hier hört, und so weiter und so weiter. Für Leute, die die iToy-Kamera bereits besitzen und Nachschub brauchen, ist das auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Leute, die noch kein iToy haben und mit dem Kauf liebäugeln, denen würde ich allerdings erstmal eher das iToy Play, also die alte Version, empfehlen, weil es einfach aufgrund der Minispiele, der Zahl der Minispiele, mehr Abwechslung gibt. So, jetzt aber schnell weiter, bevor es noch peinlicher wird. Gladiator, Schwert der Rache, hier in der PS2-Version, hatten wir schon mal ausführlich vorgestellt. Hier nochmal ein paar kurze Eindrücke. Mein angespielt Fazit, ziemlich gute Grafik, flüssiges Kampfsystem, auf die Dauer wird's aber ein bisschen stumpf. Aber alles in allem hat's mir echt gut gefallen. Kann man sich echt kaufen, wenn man auf Spiele à la Dynasty Warriors und so weiter steht. Gutes Gemetzel. Voodoo Vince für die Xbox ist ein knuffliges Jump'n'Run. Relativ nett gemachter Hauptcharakter. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die englische Sprachausgabe. Die war mir ein bisschen zu amerikanisch. Insgesamt aber ganz nett gemacht. Ich zeige euch ganz kurz ein typisches Rätsel. Dadurch, dass ihr eine Voodoo-Puppe seid, kann euch normale Gewalt wenig anhaben. Deshalb lassen wir uns hier mal kurz zerschreddern. Können jetzt dafür oben
diesen Sack holen gehen. Der ist ziemlich schwer. Mit dem Sack gehen wir jetzt da unten an diese Waage, schmeißen den drauf und der ist schwer genug, um die Tür zu öffnen. Dino Crisis 3 für die Xbox fand ich beim ersten Anspielen jetzt mal eher schwach. Eigentlich schade, die beiden Vorgängerspiele für die PS1 waren eher ziemlich gut. Das hier leidet ziemlich unter der üblen Kamera, relativ eintönigem, einfallslosen Leveldesign, verhältnismäßig schlechter Steuerung und es ist irgendwie so erstaunlich spaßfrei. Der gelbe Rahmen hier ist übrigens nur für die Testversion, keine Ahnung, warum Capcom den eingebaut hat. Der wird in der fertigen Version laut Aussage von Capcom natürlich nicht mehr drinne sein. Gladius ist ein rundenbasiertes Rollenstrategiespiel, spielt sich ein bisschen zäh, hat aber extrem viel Tiefgang, ist auf jeden Fall was für Leute, die sich gerne in komplexe Strategiespiele wühlen. Auch so ein Spiel, Anspielzeit vom Testcheck reicht da weiß Gott nicht aus, das muss man länger spielen, daher am besten den Test im Heft lesen. Weiter geht's mit Splashdown 2. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales Jetboot-Rennen. Aber was passiert hier? Wumps! Plötzlich sind wir im Bermuda-Dreieck und es geht ab wie Sau mit irgendwelchen Flugzeugen, die rumschießen. Hinterher kommen noch UFOs, überall blitzt und donnert es. Ziemlich abgefahren und ziemlich spaßig. Splashdown 2 nimmt sich selbst nicht ganz ernst, spielt sich klasse und kriegt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Keine Empfehlung kriegt von mir Whiteout für die PS2. Das Ding ist absolut gruselig. Das fängt bei der Steuerung an und hört bei der miesen Übersetzung auf. Jedes Mal, wenn ich komisch lande, steht da mäßige Erholung. Ich weiß nicht genau, was das Spiel mir damit mitteilen will. Wie dem auch sei, das ist mal wieder eines dieser Sportspiele, die kein Mensch auf diesem ganzen großen, weiten Planeten braucht. Das ganz Beängstigende daran, das Entwicklungsstudio hinter diesem Spiel ist Vicarious Visions und das sind die Leute, die auch Doom 3 für die Xbox umsetzen sollen. Das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hoffentlich geben sie sich damit mehr Mühe. NBA Live 2004, hier in der Version für den GameCube, ist ein typisches jährliches EA Sports Update. Macht auf mich einen prima Eindruck. Mehr dazu, Details zu den Änderungen gegenüber den Vorgängern, lest ihr im Heft. Ford Racing 2 ist so ein Spiel, das im totalen Mittelmaß versinkt. Es sieht ganz okay aus, ist ganz nett gemacht, läuft flüssig, macht aber, und das ist das Hauptproblem des Spiels, irgendwie so überhaupt keinen Spaß. Außerdem habe ich tüchtig was zu bemängeln, was die Kameraperspektiven angeht. Die Perspektive von hinten, die ihr eben gesehen habt, finde ich irgendwie ein bisschen komische Distanz. Und die Cockpit-Perspektive, die sieht so aus, als hätte man den Fahrer nicht hinters Steuer gesetzt, sondern vorne vor die Stoßstange gebunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde ein bisschen gehemmt fahren, wenn ich das Gefühl habe, ich bin vor die Stoßstange gebunden. Man fährt dann irgendwie vorsichtiger. So richtig schlecht ist es aber nicht. Ford Racing erscheint für die PS2. Magic the Gathering Battleground basiert auf dem berühmten Sammelkartenspiel und konzentriert sich auf Zauberduelle. Ist eins von diesen Spielen, für die die Zeit, die ich für einen Testcheck habe, beim besten Willen nicht ausreicht, um zu einem konkreten Fazit zu kommen. Deshalb verweise ich euch einfach mal auf den Test im Heft und zeige euch hier die bewegten Bilder. Simpsons Hit and Run ist ein ganz dreister GTA-Klon. Alles ist geklaut, von der Missionsstruktur bis zur Steuerung. Aber, und das ist das Coole, es ist wirklich, wirklich gut gemacht, super synchronisiert und für Simpsons-Fans auf jeden Fall
absolut kaufenswert. Wenn ihr also auf die Simpsons steht, könnt ihr hier endlich mal bedingungslos zuschlagen. Endlich mal ein gutes Simpsons-Spiel. Das Outfit hier hat übrigens Benny für Homer gekauft. Ich bin ja krank, aber nicht so krank. Ihr seht hier übrigens die Xbox-Fassung des Spiels. Jetzt komm ich! In Dogs Life für die PS2 spielt ihr das Leben eines Hundes. Besonders nett der sogenannte Smellovision-Mode, der Smellovisions-Modus, in dem ihr aus der Ego-Perspektive Sachen riecht, also sozusagen aus der Perspektive des Hundes. Gerüche sind dort als farbige Säulen zu sehen, von denen müsst ihr eine bestimmte Zahl einsammeln. Besonders wichtig sind außerdem solche orangenen Dunstwolken. Die sind normalerweise nämlich Anzeichen dafür, dass ein Knochen in der Nähe ist. Und Knochen sind schließlich ein gefundenes Fressen für Hunde. Um Knochen dreht sich bei Dogs Life alles. Knochen. Gibt es was Wichtigeres? Schön an Dogs Life sind die vielen Kleinigkeiten, die man so machen kann. Eine davon zeige ich euch jetzt mal, ohne großen Kommentar. Ihr dürft derweil frei über meinen Geisteszustand spekulieren. Viel Spaß! Hund sein muss so schön sein. Billy Hatcher and the Giant Egg. Hier habe ich gerade den legendären Hühneranzug erhalten. Den wollte ich schon immer haben. Und muss jetzt irgendwelche bösen Viecher jagen und sie mit Eiern zerquetschen. Weil mit dem legendären Hühneranzug kann ich Eier kontrollieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich hört sich das selbst für ein japanisches Konzept schon ziemlich extrem an. Mir hat das Setting so nicht ganz zugesagt. Ich möchte eigentlich keinen Helden im Hühneranzug spielen. Ich mache sowieso schon den ganzen Tag Dinge, bei denen ich mir bescheuert genug vorkomme. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Als Jump'n'Run hat es ein paar originelle Ansätze, hat mich aber beim ersten Anspielen nicht total vom Stuhl gerissen. ATV Offroad Fury 2 ist der Nachfolger zu einem der recht frühen Spiele für die PlayStation 2. Das war damals recht gut, litt nur so ein bisschen unter der schlechten Gegner-KI. Die Leute sind immer so in einem Pulk gefahren und wenn man selber langsam gefahren ist, waren sie auch langsam. Wenn man selber schnell war, waren sie auch schnell. Ihr kennt das, ist ein Problem bei recht vielen Spielen. Der Nachfolger ist auch wieder ein ordentliches Spiel. Ich habe das Gefühl gehabt, die KI ist ein Tick besser geworden. Leider ist bei dem Spiel technisch, also grafischer Natur, kein großer Unterschied zum Vorgänger erkennbar. Da hätte sich in dieser ganzen Zeit ein bisschen mehr tun müssen. Technisch also nicht mehr auf höchstem Niveau, aber kein schlechtes Spiel. Worms 3D, hier in der Version für den GameCube. Echter Klassiker, diesmal dreidimensional. Ich fand es ein bisschen extrem gewöhnungsbedürftig, weil man schwer den Überblick behält und weil das Zielen wahnsinnig schwer ist. Gegen den Computer hat man dadurch erstmal überhaupt keine Schnitte. Im Multiplayer gegen menschliche Mitspieler, die allesamt gleich unfähig sind, macht's aber schon echt ganz gut Spaß. Dennoch bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so ein Spielkonzept ist, was in 3D so gut funktioniert wie in 2D. Das muss jeder mal ausprobieren. Club Football, hier für die PS2, erscheint in verschiedenen Editionen für diverse Vereine. Näheres dazu lest ihr im Heft. Das hier ist die Version für Bayern München. Paar Dinge, die mir beim Anspielen aufgefallen sind. Es soll sich ja an eher Gelegenheitsspieler richten, die sich in erster Linie für Fußball interessieren. Dafür finde ich es persönlich allerdings ziemlich schwer. Der gegnerische Torwart ist sehr, sehr stark und selbst wenn ihr glasklare Torchancen habt, da gehört schon eine Portion Glück und Übung dazu, den Ball dann zu versenken. Das finde ich ein bisschen komisch für ein Spiel, das sich an Gelegenheitsspieler richtet. Außerdem ist mir aufgefallen, die Steuerung ist unglaublich dreist bei Pro Evo Soccer geklaut. Also alles von dem Verteidigungsverhalten bis hin zum Passen, alles die Tastaturbelegung ist im Prinzip genau die gleiche wie bei Pro Evo Soccer.
Ansonsten ist das Spiel insgesamt einfach nur schlechter als Pro Evolution Soccer. Wenn ihr also nicht gerade ausgemachter Fan von einem der gefeaturten Vereine seid und da unbedingt irgendwie diese ganzen Goodies haben wollt, gibt's keinen Grund, Club Football zu kaufen. NHL Hits Pro hier in der PS2-Fassung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man kommt schnell ins Spiel rein, feiert ein paar schnelle Erfolge. Man kann also auch schon mal ein Tor schießen, wenn man nicht der obererfahrene Eishockey-Checker ist. Läuft flüssig, hat mir Spaß gemacht. Konnte man sich geben. NBA Jam hier für die PS2 ist die Neuauflage eines Klassikers. Leider hat sich nicht so wahnsinnig viel getan und ich finde es technisch nicht auf zeitgenössischem Niveau. Benny argumentiert, es sei ja nach wie vor kein schlechtes Spiel, damit mag er recht haben. Meine Meinung ist, im Zeitalter von NBA Street 2 hat das hier wenig Existenzberechtigung. Da gibt's bessere Alternativen. Space Invaders Invasion Day. Als Henry mir das Testmuster für den Testcheck gegeben hat, hat er gesagt, ich soll doch nicht zu sehr drauf treten, weil es habe doch irgendwie so einen simplen Charme. Nachdem ich es jetzt gespielt habe, verstehe ich ein bisschen, was er meint. Es ist irgendwie so der Versuch, ein frisches Remake von Space Invaders zu machen. Man denkt sich beim Spielen die ganze Zeit, oh Gott, ist das schlecht. Aber irgendwie spielt man trotzdem so ein bisschen weiter. Das meinte Henry wohl mit simplem Charme. Trotzdem ist das Spiel, wenn wir ganz ehrlich sind, für den Preis, den sie dafür verlangen, eine ziemliche Unverschämtheit. Viel mehr kann ich dazu jetzt auch schon gar nicht mehr sagen. Space Invaders, wäre nicht das erste, was ich heute remaken würde. Aber gut. Wallace & Gromit hier in der PS2-Fassung. Typisches Lizenz-Jump'n'Run. Erster Eindruck, spielerisch ganz ordentlich. Die Synchronisation auf Deutsch ist ziemlich schlecht. Die PS2-Fassung ist technisch leider nicht besonders gut gelungen. Die Xbox-Version ist da deutlich besser. Wer beinharter und obertreuer Wallace & Gromit-Fan ist, der kann sich das geben. Alle anderen brauchen das nicht.